As the other clans strayed and disbanded, a merchant led us to a flower whose petals burned with toxin. Put the toxins in your skin, and you will gain great and strange powers. But those powers will drag you into madness. So, hallo Leute und willkommen zu einer neuen Folge hier auf GameEnk. Martin, mein Name, Mark of the Ninja, Folge 25 steht an. Wir sehen uns heute den Helikopter näher an. Und sind hier offenbar schon mal ganz falsch. Oder? Denn wir müssen da unten diesen Motor, diesen Generator demolieren. Habe ich nämlich gerade schon gefragt, wie ich da am Helikopter was machen soll. Vor allem mit den beiden Typen hier. Gegner, die ich nicht so leicht besiegen kann. Im Grunde eigentlich nur eine Frage der Zeit, bis die auftauchen. Habe ich das hier unten schon erledigt? Oder stehen die jetzt wieder da? Die stehen wieder da. Kann das sein? Ja. Gut, dann machen wir das diesmal so. Scheiße. Oh, ich kann die Lichter auch so kaputt machen. Hey, die halten aber mittlerweile mehr aus als vorher. Kann das sein? Ich habe jetzt meine Maske auf. Da erwarte ich was. Und bin es natürlich ungewohnt, dass ich jetzt diese Richtungsangaben machen muss. Mit der anderen Maske ging das doch wie von selbst. Gerade die Lichter aus. Die Frage ist, wer hier redet. Wo doch beide erledigt sind. So früh darunter. Dich verstecken wir auch noch gerade. Wunderbar. Wer sieht mich denn da? Wer ist das denn? Hier ist doch keiner mehr. So, machen wir den hier. Ja. Okay, dann gehen wir eben hin. Deaktiviert. Erreiche die obere Festung. Obere Festung. Naja, wird wohl hier irgendwo sein. Oder hier hinten. Da wo das X ist. So viel zu meiner Orientierung. Herrlich, herrlich. Ich bin immer wieder überwältigt. Entgeistert, begeistert. Sag ich dann nur. So. Mit euch müssen wir uns glücklicherweise nicht mehr abschlagen. Und zack, los geht es. Ab in Richtung Sieg. Ach. Wir sehen, wir haben Spuren hinterlassen. Ich hoffe jetzt, genau, du bist offen, gut. Wir einen liegen lassen. Das war aber auch nicht so gedacht. Ich meine, den haben wir da durch die Stahltür geboxt. Das geht doch gar nicht. Erstmal gucken, was hier ist. Okay, nix. Dann werfen wir euch da runter. Sonst kommt da der Nächste und findet nur etwas, was er nicht finden will und auch nicht soll. Vielleicht haben wir Glück und er rennt in den Laserstrahl rein.
Klau. Der erste. Wunderbar. Was haben wir hier? Ein Artefakt. Das lassen wir uns nicht entgehen. The ravens usher me to my end. Das erinnert mich an meine Schulzeit, wo ich mit dem Rad über die Feldwege gefahren bin und die Raben mich begleitet haben. Nun weiß ich, was damit gemeint war. Geschoben wird hier. Heftig bei der Sache. Bisher läuft es ja in dieser Folge besser als in der vorherigen. Oh, oh, oh. Du sollst dich da bitte festhalten. Ach, ich kann ja nicht mehr fokussieren. Hab ich vergessen. Die neue Maske ist echt gewöhnungsbedürftig. You, all of you, guard me with your lives! Das ging doch einigermaßen. Ich bin mir immer noch unsicher, ob das hier funktioniert. Was ist denn das hier? Okay. Ich bin mir immer noch unsicher, ob sowas hier funktioniert. Ansonsten sieht das ganz gut aus. Wir haben soweit alles erreicht, außer das hier. Da hatten wir leider Pech gehabt mit dem einen Typen unten im Schacht. Aber okay, da kann man mit leben. Ich bin da recht zufrieden. Oh, da fällt mir gerade auf, die Punkte sind nicht erreicht. Das wollen wir im nächsten Level nicht haben. Vermutlich das letzte oder vielleicht vorletzte Level. 4 Punkte haben wir nur. 4 Punkte? Ist aber nicht sehr zufriedenstellend, da kann man sich ja kaum was leisten. Und ich frage mich, wo die ganzen anderen Masken sind. Habe ich die übersehen? Gleitkick. Panzer der Ärmel. Nehmen wir doch die Kahinfüße. Hier. 1, 2, 3, 4 Masken sind noch freizuschalten. Also ich muss ja sagen, ich bin Freund von dieser Maske hier. Da habe ich nicht sehr viel gemerkt im Nahkampf. Man kann die Gegner ein bisschen schneller erledigen, ja, aber... dieses Wiederauffüllen des Lebensbalken, den man eh nicht sieht. Das scheint mir ein wenig fragwürdig. Das hier fand ich echt super. Oh. Habe ich das nicht angeklickt? Ich habe doch hier hingeklickt. Naja, gut. Krähenfüßen. Von jedem, der darauf tritt. Also das hier oder das hier. Ich glaube, wir nehmen... nehmen wir die hier. Die haben wir noch nicht so oft benutzt. Und die verursachen auch nicht so viel Lärm wie diese Skarabäen. Karajan has barricaded himself in his tower. And from what I overheard, two separate guards have the keys to get in. We need to find both of them. Zwei Schlüssel. Klau beide Schlüssel aus den Taschen. Ein Blick auf die Karte. Ein Blick auf die Ziele. Okay, das geht wieder hoch hinaus. 19.000 Punkte brauchen wir. Und töte Karajan, ohne entdeckt zu werden. Oh, das scheint wohl doch das letzte Level zu sein. Dann habe ich die Masken möglicherweise übersehen. Das, wo ich mich bemüht habe, stets überall hinzugucken. Eigenartig. Klau beide Schlüssel aus den Taschen. Okay, das ist das Hauptziel hier. Also wenn wir da versagen, dann müssen wir nochmal von vorne anfangen. Lass dich von allen... was? Lass dich von allen Hunden erschnüffeln. Was sind das für ein Ziel? Das könnte höchstens als Mutprobe durchgehen. Okay, das beide hier, die beiden hier müssen wir nicht im Auge behalten. Die sind klar, aber das hier scheint mir ein wenig fragwürdig.
glaube, da würde selbst ein Meister nicht einmal drauf kommen, das zu verlangen, oder? Das wäre reichlich dämlich. Ja, wir gehen mal hier lang. Oder auch nicht. Ah, doch, kommen wir hoch. Hervorragend. Sehr einladend. Jetzt können wir auch wieder fokussieren. Wunderbar. Okay, da kommen wir von rechts rein. Da kommen wir nicht weiter. Dann gehen wir nach links. Okay. Werfen wir doch mal einen Blick hier in die Ferne. Siehe an. Ein Hund und einer von diesen Elite-Wachen. Das ist schon der erste, der uns erschnüffeln will. Gut, dass ich mich nicht wasche. Da geht es deutlich einfacher. Dich ziehen wir hier. Oder auch nicht. Doch, wir müssen dich ziehen. Drüber komme ich natürlich nicht. Muss ich irgendwie unten rum? Da müssen wir unten rum, Leute. Was bist denn du für ein? Ah, okay. Dir muss ich wahrscheinlich den Schlüssel. There he is. He's got the first key. Take him out quietly and grab the key. Ja, wie soll denn das gehen? Ja, klar. Mache ich gerne. Nur wie soll das gehen? Ich würde mich hier gerne abseilen. Die zwei Dinger rechts und links sind ja doch gute Argumente, es sein zu lassen. Ist das hier eine Tür? Ich weiß gar nicht, ist das hier eine Tür? Ich kann das nicht einordnen. Ich komme hier natürlich nicht runter. Dann der Mist. Gehen wir mal nach oben. Ja, hoch mit dir. Was ist das denn? Okay, das ist keine Tür oben. Das ist irgendwie so ein Gitter. Da haben wir einen Schalter, den lassen wir mal noch. Hier haben wir einen Lüftungsschacht. Ah, eine Nebenquest, sieh an. Ein wenig Abwechslung, bevor man hier die grauen Zellen anstrengen muss. Um herauszufinden, wie man den Typen da unten geschickt begegnet. Okay, ein Ort für alles. Zunächst einmal machen wir das Licht aus. Ist da hinten noch eine? Die ist zu weit weg. Gut, da kommen wir nicht lang. Also müssen wir hier lang. Okay, ich kann auf den Teilen stehen. Boah, ist das eine Zeitverzögerung? Der unterbricht die. Aha. Ich nehme an, du machst das gleiche hier auch. Okay. Dann lassen wir dich zum zweiten. Na, komm, mach, mach. Oh, aber gerade so, hey. Der ist nicht gerade der schnellste, was die Hebel angeht. Das als Ninja. So, hier bitte auch. Jetzt gehen wir hier oben lang. Da ist noch ein Hebel. Derzeit keine Ahnung, wie ich an den rankomme. Was machst du? Okay, du machst das gerade in die andere Richtung. Lass mir nicht mal vorkommen. So. Und jetzt nicht drauf gehen.
Und du bewegst den, nicht wahr? Aber wieder zurück. Okay, ich verstehe. Ich verstehe. Durchschaut. Komm, Hebel. Oh, du bist so langsam. Ich drück doch rechtzeitig. Junge! Okay. Das wird so nix. Wir lassen dich jetzt mal eine Weile vorfahren. So. Und Hebel. Und Hebel. Wunderbar. Ja, ist sehr geschickt, dass die Sprungtaste direkt neben der Renntaste liegt. Als ob man sich da nicht gleich verdrücken könnte. Oh. Okay. Da komme ich jetzt natürlich nicht zurück. Okay, ich muss irgendwie an diesen Hebel. So, ich lege die hier um, die gehen aus. Der wechselt die Seite. Moment, der geht doch aus, oder? Nein, die wechseln nur die Seite, die gehen nicht aus. So, der wechselt die Seite, dann komme ich natürlich nicht zurück. Also ich muss einen anderen Weg dorthin finden. Um hier irgendwie wieder zurückzukommen. Wenn ich den darüber setze, komme ich natürlich nicht hier entlang. Ich den da hinsetze. Oder von der anderen Seite. Von der anderen Seite, wenn ich von hier komme, dann kann ich da wieder runter. Bringt mir das was? Probieren wir das einfach mal. Jetzt geht es wieder mit dem Hebel los. So, das hat ganz gut geklappt. Genau, jetzt müssen wir den da oben. Ach scheiße. Ach scheiße. Geht natürlich nicht. Es geht natürlich nicht. Ich stehe gerade irgendwie auf dem Schlauch. So komme ich da hoch. Anders komme ich nicht hoch. Also muss das schon seine Richtigkeit haben. Na komm hoch. So. Was kann ich mit dir machen? Dich kann ich auf die andere Seite verfrachten. Wenn ich den Hebel da oben umlege, wechselst du den Strahl und ich komme runter. Jetzt komme ich natürlich nicht hoch. Das ist dumm. Da ist kein Schalter mehr. Oh. Wie komme ich denn da hoch? Wie komme ich dann wieder runter? Wenn ich den hier hin mache, komme ich hier hoch. Leg den Hebel um. Der wechselt die Richtung. Dann komme ich nicht mehr runter. Wenn ich ihn da positioniere, ich
Leg den Schalter um, wechsle die Richtung, ich komme runter, aber ich komme so nicht hoch. Das hat schon seine Richtigkeit. Du musst auf die andere Seite. Sonst komme ich ja nicht da hoch. So. Jetzt komme ich da hoch. Genau. Jetzt könnte ich hier runter. Das bringt aber nichts. Wenn ich den hier hinsetze, dann kann ich darum... Vielleicht sieht man dann was, was man jetzt derzeit nicht sieht. So. Okay. Jetzt komme ich hier immer noch durch und ich komme hier immer noch hoch und ich kann... Naja, ich komme da nicht mehr hin. Jetzt ist hier der Laserstrahl. Scheiße. Ich raff's gerade nicht. Aber das macht nichts mit Pirsch. Warte mal. Guck mal hier. Der braucht eine Weile, bis er loslegt. Ach, das war zu schnell. Das war wieder zu schnell. Haha. Ja, ja. Ganz andere Lösung, ganz andere Lösung. Ich hätte erst gedacht, man muss hier irgendwie die Dinger positionieren. Und da ist man schnell an die Grenze gekommen. So, wenn das jetzt auf Zeit geht, dann fresse ich einen Besen. Okay, du bist offensichtlich kaputt. Und was ist das hier? War da noch ein Schalter? Ah, da war noch ein Schalter. Ja gut, jetzt ist die Sache hier geritzt. Haben wir nicht mal gebraucht. Ja. Unterschiedliche Lösungen. Ah, Moment. Nein, das hat doch schon seine Richtigkeit. Ich habe übersehen, dass ich hier oben entlang bin. Pardon. Haben wir den Schalter hier unten gar nicht gebraucht, Leute? Haben wir den gar nicht gebraucht? Ist ja cool. Sehr nice. Sehr nice. So. Jetzt kommen wir hier rüber. Ein Spiel mit unterschiedlichen Lösungen. Das ist doch cool. Ach, scheiße. So viel dazu. Ah, jetzt dachte ich hätte hier untergehen können, aber das ist natürlich nicht drin. Und dich hier kann ich nicht mehr umlegen. Ihr seid kaputt hier. Ja? Ja, wie? Der funktioniert ja noch. Hä? Ich dachte, ihr werdet kaputt. Okay, hier geht's gar nicht entlang. Gut, jetzt bin ich natürlich gefangen. Also so kann es nicht sein. Zurück mit dir nach oben. Wenn ich dich da positioniere, dann kann ich hier hoch, weil du nach da strahlst. Dich darüber, dann ist hier frei und dann müsste ich hier runter können. Gut. Dann machen wir das so. Auf die andere Seite. Dann komme ich natürlich jetzt nicht... Oh, aber gerade so noch. Doch, ich komme noch an den Schalter ran. Wunderbar. So, du darüber und umlegen. Dass es immer so knapp ist. So, jetzt gucken wir mal, ob der Plan aufgeht. Umgelegt. Der geht auf. Seht ihr? Bisschen nachgedacht. Ja, was man in der Birne hat, das hat man nicht mehr in den Händen. So wie vorher der Fall. Und da ist das Artefakt. Yeah.
What you did not earn, you must not take. For our theft brings out the jackals. The master lays bricks. His students are the mentor. Our castle is strong. Okay. Letzteres finde ich okay. Ersteres weiß ich nicht. Also was ich mir verdiene, das nehme ich mir eigentlich schon. Ja, das war ja anspruchsvoller als ich dachte. Ich werde hier jetzt auch einen kurzen Cut machen. Verlassen wir diese Folge wie die vorvorherige wieder mit einem abgeschlossenen Nebenquest und sehen uns in der nächsten Folge, wenn es wieder heißt Game Unmarked of the Ninja. Hoffe, ihr hattet Spaß. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Bis dann.